Sehr geehrte Frau Präsidentin, mit Ihrer Erlaubnis zitiere ich aus der Digitalstrategie der Bundesregierung. Wir wollen breitbandige Mobilkommunikationssysteme zu jeder Zeit, an jedem Ort und Glasfaser bis zum Hausanschluss flächendeckend 2010. Oh, nee, entschuldigen, Frau Präsidentin. Das war ein Zitat aus dem Aktionsprogramm der Bundesregierung von 1999. Jetzt will man dasselbe plötzlich erst 2030 schaffen. Ja, verehrte Bürger, 22 Jahre später fällt diese Regierung ein, dass sie noch 20 Jahre länger braucht. Dieselbe und seriöse Regierung, die Ihnen Duschtipps geben will. Ich frage Sie von der Regierung, wieso sollen die Bürger Ihren Plänen ausgerechnet jetzt Glauben schenken? Wieso benennen Sie nicht die Gründe für die Verzögerung? Kein Wort dazu in Ihrem Papierchen. Dann Ihr wirres Gerede von digitaler Souveränität, ohne überhaupt zu sagen, von wem Sie sich unabhängig machen wollen. Sie trauen sich nicht her, die USA oder China zu erwähnen. 2018 wollten Sie Deutschland noch zum Leitmarkt für 5G entwickeln. Haben Sie sich mal gefragt, warum Sie mit Ihren geduldigen Papieren ständig scheitern? Die zentrale Frage ist die von Bildung des eigenen Volkes. Sie sprechen selbst von Ausbau von Kompetenzen in Schlüsseltechnologien. Aber Mikrochips, KI und Quantenrechner lernt man nicht im inklusiven Feminismus-Gender-Seminar. Sie betreiben die Ausplünderung von Leistungsträgern und Veruntreuung von Steuergeld an Gender-Trullers und Polit-Taugendnichtse in Staat und NGOs. Sie betreiben die Massenzuwanderung von Analphabeten. Also sind Sie auch direkt für den Rückschritt verantwortlich. In den Deutschen steckt unglaubliches Potenzial. Sie von der Regierung machen das zunichte. Ihr Gefasel von Chancengerechtigkeit führt eben nicht zu einer, Zitat, Spitzenrolle im Weltlauf, sondern zum technischen Niveau der Schrottampel mit 3 Lämpchen und 4 Transistoren. Deutschland wird auch nicht erfolgreich, wenn wir Chinas Totalüberwachung kopieren, wie Sie das ja vorhaben. Erfolgreich sind wir dann, wenn wir unser eigenes Volk aktivieren. Warum sollten qualifizierte Deutsche überhaupt im Land bleiben, wenn Heimat, Herkunft und Volk doch beliebig sind? Ich sage Ihnen, Ihr Plan wird scheitern. Danke.